Und ganz ehrlich, du lernst nie so echte Menschen kennen wie auf dem Campingplatz. Wir sind mit dem Wohnmobil rumgefahren und es war fantastisch. Gleich erster Abend in Bayern, Campingplatz. Die Besitzerin zeigt uns unseren Stellplatz. Wir stellen uns da hin und du hast schon die ganze Zeit gemerkt, sie ist sehr neugierig. Sie möchte wissen, was mit uns los ist. Ja. Und dann irgendwann bricht es aus ihr raus und sie sagt so, ich hätte jetzt mal eine Frage. Ihr zwei, seid ihr... seid ihr... Ja, bitte. Seid ihr ein Paar? Ich so, ja, wir sind ein Paar. Sie, wie aus der Pistole geschossen. Ach, wir haben hier auch ganz viele. Ganz viele was? Ja, ganz viele. Ganz viele. Also, ganz, ganz viele. Tetipupu, na dann. Sind wir weitergefahren am Plattensee und gleich am ersten Abend auf dem Campingplatz im Plattensee haben wir Herbert aus Garpen kennengelernt. Herbert aus Garpen hat mir gleich sofort erzählt, ich war seit 20 Jahren hierher, ich war noch nie im Wasser. Okay, Herbert, kommst du, weil die Landschaft hier so schön ist? Nö, ich bleib eigentlich immer hier auf dem Platz. Okay, magst du das ungarische Essen so gern, Herbert? Also, nö, ich grill ja eigentlich immer selber. Haben wir die Würstchen aus Garpen mitgebracht. Ich hab gesagt, Herbert, jetzt, nimm es nicht übel, aber warum stellst du deinen Karawan nicht einfach in Garpen auf die Garagenauffahrt und legst dich da zwei Wochen rein? Guckt er mich an und sagt, was wäre denn das für ein Urlaub? Aber er hat es auch nicht leicht gehabt. Herbert aus Garpen hat es nicht leicht. Seine Frau Moni, starke Raucherin, den ganzen Tag eine nach der anderen weggequarzt. Eine nach der anderen durchgezogen. Abends sitzt sie in dem Liegestuhl. Herbert steht am Grill und sie schreit ihm entgegen. Herbert! Herbert, lass die Steaks nicht so lange auf dem Grill. Das ist krebserregend. Das Geile ist, wir waren 5 Tage am Plattensee, ja, und Moni saß den ganzen Tag da, die hat nicht ein Wort mit uns geredet in den 5 Tagen. Sie saß den ganzen Tag in dem Liegestuhl, hat sich schön die Liebfrauenmilch aus dem Tetrapack reingezogen, ganz heiße Scheiß. Am 5. Tag abends kommt sie zu meinem Mann und mir, wankt zu uns und sagt so, ich muss euch mal was sagen. Ich so, oh, oh, naja, schieß los, Moni. Ich mag euch. So, okay, das ist schön. Aber eins muss ich mal fragen. Warum seid ihr zwei schwul? Das macht doch gar keinen Sinn. Ihr seht doch ganz passabel aus. Das ist doch voll die Materialverschwendung. Ich sag, Moni, was soll ich machen? Wir sind halt einfach die Tipupu.